Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA Challenge. Dieses Mal mit ja, Inter Mailand gegen Genua. Und ja, Chaos in Mailand. 4 zu 3 steht's. Wir haben die 85. Minute. Und Milito führt gleich den dritten Elfmeter der Partie aus. Nachdem beide Teams in dieser chaotischen Serie A-Partie bereits auf 10 Mann dezimiert sind. Ja, kannst du den Elfer halten, den späten Ausgleich markieren und so Genua noch einen Punkt sichern? Okay, wir müssen den Elfmeter halten und den Ausgleich erzielen. Ich versuche einfach mal auf Profi, weil sobald man den Elfmeter gehalten hat, muss man eigentlich nur noch ein Tor machen. Und das ist dann ja nicht so die Schwierigkeit. Jankovic. Ja, was heißt das nicht so die Schwierigkeit? Ich habe immerhin die schlechtere Mannschaft. Wir müssen ja hier gegen Inter Mailand. Also ganz so einfach wird's wohl nicht. So, Milito gegen Frei. Schade eigentlich. Okay. Muss ich jetzt noch zwei machen? Oder muss man den Elfmeter halten? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wir spielen das ja einfach mal zu Ende. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Jetzt noch, aber wir haben ja mehrere Versuche. So. Jetzt Scully. Palacio. Ich kenne da keinen, also wenige von Genua. Zanetti und Lucio kommen mir da schon bekannter vor. Oder Milito. Für Fans des deutschen Fußballs ja immer noch jemand, der nicht so sympathisch ist. Doppeltorschütze gegen Bayern München im Champions League-Finale war das, ich glaube, 2010? Ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, es war 2010. Als Louis van Gaal noch Trainer war. Ja. Dieses Jahr will Bayern es ja auch wieder ins Champions League-Finale schaffen. Und da werden sie definitiv nicht auf Milito treffen. Oh, der war gar nicht schlecht. Und naja, wir haben ja schon die 90. Minute. Zwei Tore schaffe ich auf keinen Fall. Ich hoffe, er schießt beim nächsten Mal wieder in die Mitte. Ja, Abpfiff. Als er im Meter reinging, war eigentlich schon klar, dass das hier nichts mehr wird. Aber versuchen wir es einfach mit Revanche. Und dann geht's hier gleich weiter. Ja, ärgere dich ruhig, wir bleiben in der Mitte. Jawohl. Hoffentlich schießt er jedes Mal in die Mitte. Dann wird das Elfmeter halten nicht mehr so schwierig. Jetzt über Scully nach vorne. Stellen wir alles auf Offensiv. So, Palacio. Oh, Scully. Ach, verdammt. Ich weiß nicht, ob die so ausgesprochen werden. Ich nenne sie einfach mal so. So. Jankovic. Kommt mir namentlich bekannt vor. Mist, tu jetzt am Ball. Vor auf Giladino. Jankovic, das habe ich schlecht gemacht. Ich dachte auch ehrlich gesagt, dass ich im Abseits stehe. 5 Minuten Nachspielzeit gibt's. Vielleicht schaffe ich hier noch das Tor. Der war aber schlecht gespielt. Und. Einen Angriff lässt er uns noch. Den ich natürlich hier kläglich. Na, ich habe den Ball nochmal. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Der Pass war natürlich unglaublich schlecht, aber der hat dann sich fast selber reingelegt. Und das war's dann jetzt wohl? Nein, doch. Naja. Dann halt noch einen Versuch. Ist ja kein Problem, wir haben ja die Zeit. Wir bleiben wieder in der Mitte. Hoffentlich schießt er auch wieder in der Mitte. Milito. Und jawohl. Also gut. Das ist so einprogrammiert. Das muss man sich einfach mal merken. Und dann sollte diese Prognose, diese Challenge keinen
großes Problem mehr darstellen, weil ein Tor ist möglich. Hätte man ja eben gesehen, ich hatte ein paar Chancen. Muss halt nur mal machen. Moretti, Scully, Jankovic, weiß nicht, Rechtsfuß, Linksfuß, schießt am besten gar nicht. George Gera oder so. Hat auf jeden Fall hier jetzt meinen Eckball rausgeholt. Den bringt Mesto in die Mitte. Aber da ist keiner, der drankommt. Wieder Scully. Caldazze. Gilardino. Und jetzt ist der Ball wieder weg. Nachspielzeit bricht an. Stehen jetzt mal alles auf sehr offensiv. Ist ja egal, wenn wir nicht zu verlieren. Nochmal über Scully. Kriegen nochmal einen Einwurf. Scully. Palacio. Flanke, war nichts. Und ja. Versuchen wir es dann einfach nochmal, würde ich sagen. Oder lässt er uns noch einen Angriff durch? Ich glaube eher nicht. Doch, einen Angriff lässt er noch. Na, es kann doch jetzt was werden, oder? Oder nicht? Sieht nicht danach aus. Das Spiel sollte jetzt vorbei sein. Es ist jetzt vorbei. Und dann müssen wir einfach noch einen Elfmeter halten. Ja, haben wir schon gesehen. Wir wissen hoffentlich, dass er in der Mitte schießt. Mach jetzt. Toll gemacht. So, wir halten. Und dann halt wieder in die andere Richtung. So, stellen wir jetzt mal gleich alles auf sehr offensiv. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. So, George Gera oder Jorg Gera. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Gilardino. Über die Seite. Nach innen geschossen und total versaut. 90. Minute. Castellassi lässt sich hier Zeit. Verständlicherweise. Nachspielzeit angebrochen, 5 Minuten, wie immer. Die lassen sich da jetzt sehr viel Zeit und ich krieg den Ball nicht. Und jetzt kriegen die sogar noch eine Ecke. Also ich würde sagen, dieser Durchgang hier wird auch nichts. Kommt der Ball. Scully kriegt ihn nicht raus. Gibt Abstoß. Pfeift noch nicht ab. Vielleicht kriegen wir noch einen Angriff. Ich glaube aber eher weniger. Oh, wir kriegen tatsächlich noch einen Angriff, aber den habe ich natürlich wieder grandios versaut. Stattdessen kriegen die jetzt noch einen Angriff. Ah, er lässt immer noch weiterlaufen, okay. Na, da ist es. War nicht wunderschön, aber Gilardino hat das Ding reingekriegt. In der gefühlt 18. Minute der Nachspielzeit. Und ja, damit sollte das Ding durch sein. Da konnte auch Shivu nicht mehr viel verhindern. Warm Tor quer gespielt, dann ist er meistens drin. Ich sage bewusst meistens, weil mir das auch schon oft genug passiert ist, dass er dann nicht reinging. Jetzt dürfen wir also nur keinen mehr fangen hinten. Jetzt pfeift doch ab. Na also, Spiel ist vorbei, Challenge ist geschafft. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hier sehen wir nochmal den gehaltenen Elfmeter. Bevor ich hier die Aufnahme beende, da ist nochmal der total schlechte Schuss. Und hier ist dann nochmal das Tor. Ach, so einfach kann es gehen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal oder in meinen anderen Videos wieder. Bis dann.